Normalerweise bringt einen das Schwert in die Chirurgie, aber wir sind mit dem Schwert in der Chirurgie bei Silent Hill 3. Und Fabian spielt jetzt legendär gut, freut euch drauf. Er wird nicht einmal auf die Karte gucken und alle Monster one-hitten. Geil, du gar keinen Druck aufbaust. Das mag ich gerne. Und das Rätsel löst er auch gleich. Hier. Das war gerade der Horror für die Regie, ne? Ja, ja, das war auf so das Timing. Doch nicht. Ah. Wir wollen immer die armen Kollegen bei der Regie warten, einfach mitten im Satz uns unterbrechen. Ob noch was Lustiges kommt, also überhaupt was Lustiges ja, kommt. Ja, ob das noch auf irgendwas hinleitet. Ja, aber weil es muss nicht mal lustig sein, es muss nur informativ sein. Ja. Das ist so ein kleines Fernsehgeheimnis. Ja, wir wissen auch nicht, wo der Gag hingeht, wenn wir anfangen, den Satz. Exakt. Ja. Es ist so, du folgst einfach deinem inneren Trieb. Spontan. Ich glaube, wir können wieder ein Spiel schalten. Wir erinnern uns, wir waren im dritten Stock angekommen. Jetzt wollten wir hier mal gucken. Hier ist nämlich auch so ein Zahlenschloss. Ne? Erinnert sich noch irgendjemand an die Lösung vom letzten Mal? 8634. Kann gut sein, aber es ist doch nicht wirklich die gleiche. Es wäre wirklich das Dümmste. Ja, aber es ist ja auch kein neues Rätsel da. Ah, okay, scheiße. Oder ist es die zweite Seite, die wir nicht benutzt haben? Die haben wir ja gar nicht dann benutzt, ne? Du weißt ja, weil auf die 8634 sind wir. Die zweite Seite war dafür da, um meine Lösung auszuschließen, weil es gab zwei mögliche Lösungen für die Tür unten. Aber vielleicht brauchen wir hier einfach noch was anderes. Das war komisch eigentlich. Na, wir haben vorhin ja auch noch mal, bevor wir gestartet haben, noch mal kurz durch den Kopf gehen lassen, was haben wir noch? Das war das eine unten im Keller, die Wand, die wir nicht aufstemmen konnten. Genau. Ich weiß jetzt auch nicht genau, da soll ein Schlüssel wohl sein. Vielleicht bedeutet aber Schlüssel die Kombination. Und vielleicht kann man die fotografieren mit dem Apparat. Ah, das ist schlau. Das war nämlich die Idee. Ja, wir haben das bringt, glaube ich, nichts. Kamera. Und dann laufe ich jetzt einmal so runter, ja? Ja. Vorbeihalten. War das im Basement, ne? Ja. Genau. Nee, ich kann gar nicht runterfahren. Ja, aber du kannst zumindest bis zum ersten, glaube ich. Genau, du musst das andererseits, versuch's noch mal, weil eben gerade konnte ich auch weiterfahren, als bisher gedacht. Natürlich nicht, das geht nicht. Erster Stock geht. Schönheitschirurgie. Schön sein wie noch nie. Waren das die Ärzte, oder? Ich kenne den nicht gar nicht, aber es klingt, könnte von den Ärzten sein, ne? Okay, da einmal rechts rum. Wird ja passend vom Text her. Und dann hier runter irgendwo, ne? Zu den Ärzten, ne? Ja. Sagst du eigentlich, das passt zu den Ärzten, das Lied, oder ist es die Band Die Ärzte? Weil manche Leute sagen immer, egal wie der Satz gebaut ist, die Ärzte. Okay. Also die Band passt zu den Ärzten, also, kann man nee, schon sagen. Ich auch die Ärzte, also bei den Ärzten, ja. Also doch. Okay, es war hier hinten. Bei Fein Urlaub ist jetzt 60. Das ist krass. Puh, zieht 60, das 60. rein. Das ist unfassbar, oder? Wir sind sowas von jung geblieben. Bela könnten wir theoretisch fragen, der ist auch ab und zu mal in der Nähe. Stimmt. Ja, aber der kommt doch immer nur, wenn irgendwas mit Vampiren ist oder so. Ja. Das ist ja mega der Vampir-Fans, habe ich nie verstanden. Ist ja auf der war doch bei Du bist. Oh, jetzt noch mal. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Ich glaube nämlich, das stimmt. Probier's aber mal. Es gibt da halt gar keinen Hinweis drauf, dass sie irgendwie sagt, da ist was hinten geschrieben oder so. Aber das ist ein Rätsel, ja. Oh, Simon, I knew it! Du bist der klügste Simon. Ja, aber weil das auch ein Rätsel ist, was ich mag. Es ist immer noch blöd, weil du bist offensichtlich gerade durch. Und du siehst ganz genau. Das ist halt auch komplett auf Verdacht einfach. Ich meine, wie kommt sie da drauf, dass da irgendwas zu fotografieren wäre? Sie sagt ach so, ja gut, weil da, das in dem einen Brief stand. Es ist ein Adventure, ne? 8396. Jetzt frage ich mich, ob da auch diese Logik passen würde. 8396, nee, weil du den 9 als drittes hast und das schließt es schon aus. Ja, und die 6 am Ende. Jetzt kommen bestimmt neue Gegner. Ja. Aber ich habe ja eben schon die meisten gekillt, die doppelten. Beim Rumirren. Nicht jetzt Schichtwechsel. Blöd. Boah, die Kamera ist so irritierend. Immer nur Nachtschicht, ne? Immer nur eine andere Nachtschicht. Ja. Und denk dran, Fabian, Steuerkreuz ist ein bisschen genauer. Ja, ich merke das schon. Man denkt die ganze Zeit, das ist ein Spiel für einen Analogstick, aber es ist halt gar nicht. Also du kannst, in dem Menü kann man auch irgendwas von 3D auf 2D umstellen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt hier für den Stick. Wird's dann... Nee. Ich würde so lassen, man gewöhnt sich eigentlich schnell daran. Ja. Fürs Kämpfen ist eigentlich ganz gut. Fürs Kämpfen das Einzige, ist okay. Was nervt, ist, wenn du noch L gedrückt hättest für die Kamera, siehst du manchmal nichts und es ist irgendwie immer, ist nie optimal. Dafür sind die Gänge einfach zu klein. Das ist auch so ein Problem, ne? Es ist alles so eng. Ich war übrigens, hab mit vielen Leuten, also ich habe ja erzählt letztes Mal, dass ganz viele auch gesagt haben, hier, cool, dass ihr Silent Hill macht, guckt es voll gerne und so, und überraschend viele. Mhm. Und danach war der Dialog auch immer ähnlich. Ich meinte so, ja, aber ein bisschen enttäuscht sind wir auch, dass es nicht so ist, wie wir erwartet hatten und alle, ja, stimmt. Das hat niemand zu mir gesagt.
Wie bitte? Es hat keiner zu mir gesagt, dass sie enttäuscht sind. Nee, ich habe immer darauf hingesagt, dass ich enttäuscht bin, dass es nicht so ist, wie ich es erwartet habe. Und sie haben dann aufgegriffen. Sie haben es aufgegriffen und eigentlich fast alle haben auch gesagt, ja, es ist irgendwie nicht das Beste, ne? Also so dieses Feeling, dass es nicht ist, ne, dass es hier, dass es eigentlich gut ist, dass mit Silent Hill 4 dann was anderes gemacht wurde. Genau, leider nicht gut ist, so. Aber das meinen wir. Kann sich immer noch an die Zahl erinnern. Am Ende eine 9 und eine 6. Nee, 9 war die dritte Zahl. 9 war die 8, 6, stimmt, 9, ja. 8, 6, 9, 3. Bin nicht sicher, ob ich die 8 überhaupt getroffen hatte. Check noch mal. Haben wir das Foto vielleicht nicht mitgenommen? Sicher, ob's richtig ist. Ja, du hast das Foto im Inventar. Ja, dann gucke ich noch mal nach. Mann, warum sind wir denn alle so hohl? Oder in den Dokumenten? Bei Landkarten? Foto auf Stuhl? Nee, ist es das? Nee, das kann es eigentlich nicht sein. Nee, das bin ja ich. Stanleys Tagebuch. Oh, irgendwas. Foto da. Rückseite des Regals, weiter hoch, 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 da. 8396. Sieht auch aus. 8693 hatten wir, ne? 8396. Das kriegen wir heute nicht mehr hin, dass wir da noch gut rauskommen aus der Nummer mit den Zahlen. Ne? Alter, das ist so scheiße zu steuern. Anstatt das so aushöhlbar zu machen, klack, 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 links und rechts. Schön. Und das war hoffentlich die letzte Nummerntür. Hoffentlich. Das wird hier noch zu Nummernrevue. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, ne? Ja, ich Great Mind, Grey Minds think alike. Oh, die Aliens dann wieder. Die Grays. Okay. Nee, ich dachte, ich habe ihn gesehen, dachte, das passt besser. Das Internet hat aber auch die Aliens nochmal weiter kaputt gemacht. Ne? Das sind ja jetzt nicht mehr die Grays, sondern es sind die Isle Maus. Wegen des Memes. Nee. Isle Mau. Ich weiß gar nicht. Die Grey Aliens, weil es gibt die als Meme, als bekiffte Aliens, die immer I und dann LMAO machen. Oh. Hab ich hast du noch nie gesehen? Nee. Also deswegen, das Chat ist an mir Chat vorbei. Ist voll damit. Weißt du, ich finde, mit Aliens macht man keine Witze. Deswegen gucke ich mir sowas gar nicht an. Ich dachte, du willst jetzt. In letzter Zeit sehe ich ständig diese Crawler, die aus The Descent. Weißt du, diese die blassen, quabbeligen Untergrundwesen. Nerd. Gestern habe ich was Schönes gesehen. Nerds. Irgendwelche. Ja. So. Wir kennen die schon, wir waren es zeitweise. Vor allem diese Crawler, pack die einfach mal in die Sonne, gib denen mal ein Handheld, dann sind die auch. Ja, Handheld und Tinder-Profil und schon geht's ab. Ja. Okay, es kommen jetzt wieder Hunde zurück, glaube ich. Wir haben nämlich gerade weiteres Rindfleisch gefunden. Ich habe übrigens meine Steam Deck jetzt auch bestellt. Ja. Und wirklich einen Tag später wurde angekündigt, dass die Nummer 2 kommt. Mhm. Oh, das ist verschmäht. Auf Wiedersehen, Heather. Es tut mir. Alter, der redet die ganze Zeit von der kleinen Figur vielleicht auch nur. Vielleicht meint er gar nicht uns. Es ist alles aus. Lennart verachtet mich, weil ich mich darüber lustig gemacht habe und sagte, dass es dazu kommen würde. Hätte er sich nicht eingemischt, dann könnte ich dich bald treffen. Dann hätte ich dich mitnehmen können in meine Welt. Eine Welt nur für uns. Viel schöner als diese, ja, das glaube ich. Und ich hatte mich so sehr auf diesen Tag gefreut, wie auf heute. Den Tag, an dem ich dich sehen würde. Den Tag, an dem du mich retten würdest. Heute. Heather, nimm dich vor ihm in Acht. Lennart ist kein gewöhnlicher Mann. Leb wohl. Ich habe dich geliebt. Heather, meine Göttin. Heather, meine Liebe. Heather, meine. Es bleibt unvollendet. Heather, meine. Heather Meine, die Schwester von Klaus Meine? Nein. Ich hatte Angst, dass du lachst trotzdem, ne? Ja, es ist kein Lachen, es ist eher Verzweiflung. Weil ich glaube dir, dass du das vorher schon hast kommen sehen. Dass du die meiste von diesen Sachen schon kommen siehst, aber einfach aus Freundlichkeit uns das sagen lässt. Ja, Fabian hat den Gag schon durchexerziert. Ohne Scheiß, ich mach die Krankenschwester nicht mit dem blöden Schwert. Mach, wie du magst. Die ist aber nur, die trifft dich nur, mach ruhig, aber die trifft dich meistens nur einmal und dann hast du sie in diesem Rhythmus. Oh! Hat die mich gerade beschossen? Das ist was von hinten. Das von hinten kommt auf jeden Fall. Und ich glaube, ja, sie hat geschossen. Auch schon wieder. Wow, sogar seitwärts, wie ein Gangster. Ich glaube, die hat einfach keine Bänder mehr im Arm. Das Alter! Gibt es kein automatisches Zielen in dem Spiel? Ich glaube, beim ersten Mal nur, wenn du anvisierst. Zwei noch? Drei, also Wahnsinn. Jetzt macht ihr alle. Komm, von hier ist super. Ja, wenn sie eine Schießerei will, kann sie die haben. Okay, einmal rauftreten auf alle noch. Bevor die aufstehen. Wie mache ich denn das? Ach so, einfach A. Schnell! Schnell!
das ist schon geil. Also das stelle ich mir nachts auch gruselig vor, wenn du da irgendwie alleine bist. Ja. Und zuckeln da drei und du kriegst Panik, weil du weißt, eine steht gleich auf. Das ist schon ganz gut. Steht da eine wieder? Ich verstehe es auch nicht eine. Genau. Ah, die krabbelt oder was? Die steht wieder, doch. Jetzt aber. Oh! Das war jetzt ganz schön viel Muni, aber dafür haben wir sie ja. Du musst, glaube ich, jetzt auch mal nachladen. Du brauchst einen Resident Evil-Indikator. Kopf weg. Ne? Beim Treten. Ja, das stimmt wohl. Ja, beim Steiner auch nie mehr. Naja. Ja, nimm mal ein bisschen. Aber das Ampulle macht voll, ja, mach einmal. Habe ich gemacht. Aber das sind wahrscheinlich die kleinen Details, weshalb es eben nicht indiziert wurde. Ne? Dass du auch extra brutal sein kannst. Naja, du kannst sie treten, wenn sie am Boden liegen. Ja, aber der Kopf platzt nicht, das meinte ich. In Deutschland ist es gang und gäbe. Ist der Kopf platzt oder ist das Leute dich treten, wenn du am Boden bist. Ja. Das ist metaphorisch deutsche gemeint. Mentalität. Mhm. Gut. Alles Symbolismus. Oh, jetzt ein Telefon. Jetzt ruft wirklich jemand an. Oh, mal gucken, wie seine Stimme jetzt ist, wenn er es ist, ne? Leonard oder wer? Mhm. Stanley Coleman. Ach, Stanley. Hello? Claudia. No, I'm not... Don't lie to me, Claudia. You're always trying to run from your responsibilities. Have you come to apologize? Or maybe you still don't realize how foolish you've been. Sehr leise. Ja. Salvation of all mankind. What a ridiculous dream. Wait, just listen to me for a second. I've heard enough from you already. How did you turn out this way? Where did I go wrong? Listen to me already. I'm not Claudia. You're not Claudia. My name is Heather. Heather. Who are you? Leonard Wolf. I'm sorry. I thought you were my daughter. Hmm. Claudia is your daughter? Oh, so you know her, do you? Are you one of her followers? No, never. When I find her, I'm... I can feel the hatred. What? Behind your words, the anger. You plan to kill her, don't you? I'm sorry, but... She killed my father. She's a fool, but she's still my daughter. I was going to forgive her if she changed her ways, but I see it's too late. Heather, will you help me? Help you? I'm locked up in here. And I must stop Claudia. Where are you now? I'm not sure myself, but the door is at the end of the hall on the second floor. Okay. I think I can be of help to you. I have a seal. Please. A seal? Warum konnten wir da vorher nicht hin, im zweiten Stock ans Ende? Wahrscheinlich war es einfach abgeschlossen oder so. Ja, die sowas, ja. Aber doch Leonard jetzt. Also. Also Leonard ist dann der Vater von Claudia. Der Vater von Claudia. Und er will sie aufhalten. Weil das Töchterlein einen Kult aufgemacht hat. Sagt er. Sagt aber er. Ob man dem vertrauen kann, weiß ich nicht. Es ergibt aber alles jetzt schon ein bisschen mehr Sinn, wenn man eben einmal schon es durchgespielt hat und weiß, was die Story dahinter ist. Plötzlich ergibt das alles ein bisschen mehr Sinn, finde ich. Aber sie ist auch... Mann, ich hasse Protagonisten, die nie sinnvolle Fragen stellen. Die nicht einmal irgendwie mit den Leuten richtig kommunizieren, sondern sich immer so vorführen lassen, bis dann derjenige wieder auflegt. Ich weiß, es ist ein mysteriöses Horrorspiel, aber frag doch einmal eine sinnvolle Frage. Ich sehe das Gefühl, also bei
Silent Hill kannst du die Protagonisten auch nie als normal, mit normalem Verhalten sehen, ne? Das weil die stimmt. Dann auch, ja, stimmt. Ich will das auch nicht, ne? Der Simon hat Silent Hill offensichtlich nicht verstanden. Nee, ich, nur trotzdem ärgert es einen, ne? Ich kam gerade drauf, wie geil es eigentlich wäre, wenn es mal ein Nightmare on Elm Street Spiel gäbe oder eine Serie zum Spielen oder so, weil du hast so viele geile Ebenen. Du hast die Traumebene, wo völlig bizarr werden kann, wo du halt alles machen kannst irgendwie. Du hast diese ganzen lustigen Sprüche, sag ich mal, von Freddy, also irgendwie ständig so One-Liner, wo du irgendwie schmunzeln musst. Gleichzeitig ist es mega splatterig. Und du musst verschiedene Wege finden, um ihn am Ende zu besiegen. Und das zeigen die Filme ja, dass es so viele Varianten gibt. Ich drehe das mal um. Ich würde gerne sowas haben mit Freddy Dungeon Keeper-Style, wo du Freddy bist und dann quasi dir das Setup machst und die Level baust oder so, damit ihr in deine Traumfalle. Und du musst dann alles so auslösen. Jemand so stolpert an der Tür, aber da liegt ein Kissen drunter, damit er sofort einschläft. Ne? Ja, aber das ist eine gute, auch dieses Reintricksen, das tricksen ja Leute, dass sie dann einschlafen. Exakt. Irgendwas, ihre Realität so verändern. So Sim-Style, genau. Dass sie dann einschlafen und dann baust du die Räume währenddessen um. So einen langweiligen Podcast anmachen. Exakt. Ey, das ist eine sehr schöne Idee. Ich frag mich, wann das mal kommt. Irgendwann werden sie Freddy wieder entdecken. Ja, genau, es interessiert halt heute, glaube ich, niemanden mehr, ne? Komischerweise nicht. Ich glaube, Freddy gibt es als Killer bei Dead by Daylight. Stimmt. Aber das ist halt auch alles. Da gibt es jetzt auch irgendwie Nemesis und so, das zählt doch alles. Stimmt. Nicht. Okay, Ende des zweiten Stocks hat er ja gesagt, ne? Ja. Bin da jetzt mal hin. Ja, aber ich denke ganz am Ende einfach von dem Gang. Vielleicht war auch einer weggeräumt, zugeräumt, der jetzt frei ist. Ah. Okay, hier war die Tür nicht. Vorher gar nicht da. Ich weiß nicht. Ich glaube, da stand Gerümpel davor oder so. Oh, ich habe keine Karte. Nicht mehr im Krankenhaus jetzt. Ja. Aber das ist ganz geil. Das ist immer schön. Dann weißt du nämlich, du hast den Level. Hier kannst du umdrehen mit L. Oh. Wenn überhaupt. Nee. Drückt halten und nach vorne laufen. Geil. Okay. Oh boy. Wir werden eingesperrt jetzt. Das fühlt sich doch bosskampfmäßig an, oder? Gleich. Wenn jetzt noch irgendwo ein Siegel kommt. Und wir speichern können, meine ich dann. Ja, das, ja. Ralf-Siegel. Ich weiß genau, du hast ein Ralf-Siegel, ich habe ein irgendwie Julia-Siegel. Julia-Siegel, aber ist doch die Tochter von Ralf-Siegel. Ja, oder? Genau, der Gedanke kam mir jetzt auch, aber ich habe Ralf-Siegel gar nicht mehr so. Ich denke da immer an Ralf-Igel oder Alf-Igel oder wie heißt der? Alf-Igel. Alf-Igel. Soll das denn mit der Kamera hier dauernd? Damit du sehen kannst, wie die Dinger hinter dir zugehen. Jetzt geht's wieder die auf, aber bestimmt. Frau in der Sackgasse. Nee, es verengt sich jetzt bestimmt immer weiter und dann passiert irgendwas Schlimmes. Hä? Kann sein, dass jetzt die eine verschlossene wieder aufgeht. Irgend sowas. Das soll dich alles nur verwirren. Oh, okay, doch nicht. Es gibt hier nicht diese schnelle Drehung, ne? Ich glaube nicht. Ich geh mal jetzt zu deiner Linken und dann rechts. Glaube ich jetzt auch wieder. Ach so, stimmt. Dann geht's nämlich auch. Schön. Na, komm ruhig rein, ist doch egal. Ja, nicht. Gezwungen zum Speichern. Das Siegel. Das Siegel sieht auch ein bisschen so aus, als ob das. Hat kurz wieder abgestürzt. Diese Krankenschwester, ich kenne sie. Wie heißt sie nochmal? Maria? Nee, Lisa. Ja, Lisa Garland. Ja. Die hat mich so himmlisch konnte ich übrigens gar nicht speichern, ne? Nee. Aber wir sind doch jetzt
Das war vorher nicht so ganz verrostet, oder? Als die Wände, ja. Ja. Das sind neue Texturen. Ja, das ist eindeutig jetzt langsam so Endboss-Time. Oder nee, Mittelboss-Time. Also zumindest Boss hier. Ne? Boss-Time. Ja. Da einigen wir uns drauf. Glaubt ihr, das Spiel geht noch lang? Gar keine Einschätzung. Ich glaube schon. Wir sind ja gerade in Silent Hill angekommen. Da war noch ein bisschen was. Ich denke auch, da geht schon noch einiges. Oh, geil. Oh, das will ich mehr. Davon will ich mehr. Weiter. Diese pulsierenden Wände und so, das ist doch toll. So, und das so ein Gruselkabinett, das finde ich super. Ja, und auch so das Bizarre. Warum dreht er an diesem Rad? Was genau? Weißt du, du wirst es nie erfahren. Ja, die sind beschäftigt mit Arbeiten. Wir nehmen einen Podcast auf. Wow. Wow. Okay, ich habe wieder Analogstick gesteuert. Jetzt würde ich nochmal gerne abspeichern. Oh, auch schöne Wände. Jetzt schmelzen die Wände, gut. Ey. Oh, boah. Das ist ein guter Effekt. Der gefällt mir sehr. Den habe ich ganz vergessen. Ah, das brennt einem so richtig in den Augen. Ja. Das ist eine Bahre, ne? Brauche ich wohl nicht zu checken. Nee, checken wir nicht. Sowas fasse ich nicht an. Da irgendwo eine Tür? Oh, es sind tatsächlich Türen. Das waren Türen? Ah, okay. Ja, aber eigentlich der Vater von Claudia müsste doch eigentlich auf unserer Seite sein. Ja, kann ich da jetzt runter? Oder was ist das? Nee, das ist einfach nur irgend so ein Aufbau. Versuch mal die Tür da hinten. Sagen, ich hoffe mal, der Vater von Claudia zahlt nicht viel für Miete, weil es nicht die beste Lage. In Höllendimension rechts. Oh, jetzt kommen Gegner. Was ist los? Sind's Hunde? Ja, würde fast eher sagen, lauf lieber, ne, wenn du irgendwas siehst. Ja, oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, diese Nerven. Oh, sofort die da. Umgeschmissen, obwohl er mich nur am Fuß gestreift hat. Und jetzt falle ich in den Abgrund, weil er mich da reinschubst. Ja, sie ist offen, danke. Sehr gut. Gut gemacht. Hey, jetzt bin ich wieder zurückgelaufen, ne? Okay, nee. Ja. Ja, okay. Es kann sein, du hast jetzt die Tür geöffnet, um den Kreis zu schließen. Denke ich auch, da ist schon noch Fleisch oder so auf dem Boden liegt. Okay, wo? Ja, nimmt sie, glaube ich, nicht. Nö. So, es liegt ach ja, da liegt da noch was auf. Ja, Moment, also ich bin ja oder, eben oder ist das eine andere Bahre? Ich probiere mal hier die. Von da bist du gekommen, ja. Da hat er recht. Okay. Aber eben bist du durch die mittlere Tür, dachte ich. Ja, ja. Dann bin ich wieder an dem anderen Startpunkt. Ich habe jetzt einmal einen Kreislauf da erzeugt und hier die Tür ist zu. Das heißt, es muss hier noch einen anderen Ausgang geben. Genau, geh nochmal durch die Originaltür. Da waren ja noch einige. Die bräuchte man so ein bisschen Molotow-Cocktails, ne? Ah, du musst die Türen abchecken. Wo sind denn hier Türen? Da ist eine zum Beispiel. Okay. Aber ich sehe sie auch erst wieder aus dem Augenwinkel, weil die einfach so verschmelzen. Oh! Das ist ganz gut, glaube ich. Ja. Ja. Ach, oh nein! B3, ich fahre ganz tief oben. Unten in die Hölle. Nein, ich will nach ganz oben fahren. Geht natürlich nicht. Geht nur nach unten. 2. So. Wir sind ganz oben. Meinst du? Ja, also, gegen 3 nicht. Du hast 2 gedrückt und wir sind runtergefahren. Es gibt nur eine Möglichkeit. Ja, da recht. Ich glaube, da war eben noch ein Gang. Hier rein, das geht nicht. Oh, Telefon im Schrank. Nicht der Spind, der klingelt. Du musst die Betonung anders machen, Fabian. Es ist nicht der Spind, der klingelt. Was klingelt denn dann? Ja, aber jetzt ernsthaft. Du musst den richtigen Spind finden. Das ist nicht dieser Spind. Exakt. Ach so. Ach, vage formuliert. Ich verstehe, was du meinst. Katze. Das war erster Teil, ne, mit der Katze. Ja, stimmt. Okay.
Na, wollen wir rangehen? Ja, komm. Happy birthday to you. Das ist jetzt Claudia. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. Oh, I forgot your name. Who are you? Oh, okay, doch nicht Claudia. Happy birthday, dear. Who are you? Stanley ist. Happy birthday to you. Happy 31st birthday. Is this Leonard? That's the murderer's name, not my name. I'm not your beloved Stanley either. He's underground now. His new name is Number 7. But don't worry about that now. It's time to celebrate your birthday. You've got me mistaken for someone else. Today's not my... I'm not mistaken. Today is your 24th birthday. Die Nummer müssen wir uns merken, ne? 31, 24. I have a present for you. Which do you prefer? To give pain or to receive it? You can have the one you hate the most. Happy birthday to you! What? But you're wrong. It's not my birthday. Na komm. Mhm. Ich habe keinen Geburtstag. Ich ruf nochmal. Na, ist tot. Gut. Ja, ich glaube, den Raum haben wir dann. 3124. Ja. Ah, guck mal da. Aber laut Story müsste Heather 17 sein, oder? Weiß ich nicht, oder? Oh! Tut mir leid, falsch verbunden. Wir kaufen nichts. Soll ich mal gucken, ob man da was machen kann? Ja, check mal. Ich glaube, ich sollte Abstand halten. Kannst du es... Oh, warte mal. Receive pain or give pain? Genau. Mit der Handwaffe mal kaputt machen? Oder einfach, oder ja, einfach zerschnetzeln. Jetzt wird dein Kind eingesperrt, ohne Chance auf Flucht. Da ist aber dann schon, wenn du da jetzt einfach reinschießen kannst und das irgendwas bringt, da ist die USK 18 eigentlich vorprogrammiert. War das nochmal probieren? Ich würde auch lieber ein Schwert nehmen oder so. Ja. Sohle. Ah, stimmt. Die Karte kann man ja ableiten von der Otherworld-Karte, ne? Die passt ja auch aufs Krankenhaus. Damit es länger dauert, ne? Ja. Nimmst du ein kleines Stichmesser. Bringt gar nichts. Machst du gut. Scheint aber nicht zu bringen, oder? Ja. Ja, nee. Trifft auch daneben. Okay. Ist da eine Handtasche daneben? Oder sieht das nur so aus? Das hier? Ja. Ist nix, ne? Eine Papiertüte voller Müll. Warum haben sie die dann überhaupt dahingestellt? Die hatten den Satz vorher fertig. Wollten den nicht verschwenden. Oh, aber da liegt was, ne? In dem Eimer meinst du? Ja, definitiv. Plastiktüte. Auch was? Gesundheitsdrink. Noch einen. Gut, jetzt haben wir's. Was machen wir mit der Plastiktüte? Wer ist das? Madonna. Da macht sie gar nichts. Ist doch das Like a Prayer Musikvideo, oder? Plastiktüte. Aber ich muss sagen, jetzt so in der letzten Stunde gefällt es mir richtig gut. Ja, also das ist schon ein Highlight hier, so diese Welt. Es wirkt wieder klassischer Silent Hill, jetzt, wo wir angekommen sind, ja, als die erste Hälfte. Ist auch verstörender. Also das jetzt hier ist schon eine schöne Nummer. Diese Zwischensequenzen waren so schön gruselig. Vielleicht muss ich... Also ich bin ja hier unten hergekommen und dann... Ja, du hast eine Map, ne? Ja, und ja, stimmt. Du musst auch, glaube ich, noch mal ein paar Türen immer checken. Noch. Ja, und denk auch dann, viele sind's gar nicht. Es muss nicht zwangsläufig genau das Layout sein, weil es ja, kann ja immer ein zu brauchender Boden oder sowas da sein. Oh, genau reingelaufen. Kann ich die überhaupt killen mit dem Schwert? Wenn du nach unten zielst? Ja,
Ja, aber das es ist super nervig. Eigentlich Quatsch. Das ja, aber schön die Wand links, ne? Siehst du, wie sie blutet und so. Das ist ein geiler Effekt. Was? Was ist das? Der Gegner kommt übrigens, ne? Welcher Gegner? Na, wenn du Text hast, hält das Spiel nicht an. Ach so. Welcher Gegner? Aber der Effekt ist super, ja. Ich guck noch mal kurz auf die Karte. Jetzt müsste hier theoretisch die Tür noch eine Tür sein. Dann, ist kaputt. Jetzt gehen wir zurück. Uff, sehr gut gemacht. So. Jawohl. Aufzug ist richtig. Ja. Oh, oh Mann. So. Kann der jetzt so... Hallo. Check nochmal deine Energielevel. Ja, machen wir gleich, ja. Lass doch das mal checken. Wir gehen kurz in die Werbung. Das können wir gut machen. Dann sind wir weg. Heile. Ich heile mich schon mal. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten, oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind doch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Ja. Wir erinnern uns, wir haben jetzt noch diese Plastiktüte und wir haben diese zwei Zahlen, 34, 21. Und wir sind jetzt gerade vom zweiten in den ersten Stock gefahren. 31, 24. 31, 24. Hier gibt es eine Menge Türen offensichtlich. Und auch wieder Monster. Ich klicke einfach erstmal alle Türen ab, an denen ich vorbeikomme. Das ist der Eingangsbereich jetzt hier wieder, ne? Wo sehr, sehr viele Türen waren. Nur ja, in der ist eh wieder alles Welt. Zu. Ja, aber man... Schon die eine Toilette vergessen. Weißt ja, eine ist dann immer doch noch offen. Ja, geh erstmal unten dann, oder? Cafeteria. Ja, da sind schon die Gegner. Da sind Die kannst du ja auch wegmetzeln. Ja, das stimmt. Die hat nicht mal eine Waffe gehabt, oder? Ah, geil. Shit. Auf die Sekunde. Jetzt hast du sie. Geile Angst. Schlagrhythmus. Die traut sich nicht zu schießen. Pöff. Wo ist da noch eine? Noch eine, die auch schießt, glaube ich. Ja. Scheiße, die steht wieder auf. Ah. Ja, du hast recht. Ich muss sie noch mal treten. Nee, die ist durch. Oh, okay. Na gut, guck erst mal ne, ob du irgendwo die alle weghauen kannst. Ah, hier geht's nicht weiter. Okay, gut. Muss ich mich schon wieder heilen? Nee, ne? Nee, sie ist ab und zu auch mal angestrengt vom Laufen. Brennen. Wäre cool, wenn man die Kamera mal so um die Ecke drehen könnte. Praktisch wär's, ne? Ey, du kommst da einfach, musst du nur marginal berühren. Ey, eine Shotgun ins Gesicht. Du hast echt recht. Oh, oder? Fleisch kannst du dir noch hinlegen, ne? Meinst du, das geht? Ja, ich meine, da haben wir halt super viel von, ne? Ja, wenn das Hund-Äquivalent cool, ist. Ja, mach mal, wenn es geht. So. Sehr gut. Sehr gut, wie ein Hund. Mhm. Okay, jetzt gucken wir mal da oben, der Ausgang. Ah, oh, das Fleisch war schon durch. Leg noch mal eins hin. Echt? War das so schnell? Oder ich bin beschossen worden. Das wäre die Ausgangstür komplett. Ah. Bin ich denn jetzt reingegangen? Okay. Jetzt sind wir wieder am Empfang. Guck mal, hier drin ist auch... Hier gibt es aber schon mal einen Speicherpunkt. Ja, hoffentlich. Da sind keine Türen, leider. Ah. Oh, hä? Das ist ein komplett sinnloser Raum dann jetzt. Ja, vielleicht sollst du dir einfach eine kleine Atempause gönnen. Ja, komplett sinnfrei. Dann guck ich mal vorher, dann gehe ich jetzt links weiter rum, mach die ganzen Räume da. Okay, hier ist es. Oh, nö, es ist komplett zu. Genau, auf deiner, zu deiner Rechten. Ja.
glaube ich, auch der einzige Raum und sonst weiter unten. Der geht auf. Streichen wir mal ab. Super gut. Hier liegt noch was. Notiz. Dr. Midkiff. Musst du lesen, Simon. Okay. Beim Patienten in Zimmer 312 ist besondere Vorsicht angebracht. Er sollte auch im Krankenhaus seine religiöse Freiheit haben, aber er sollte anderen nicht seinen Glauben aufzwingen. Auch ich bin ein Opfer. Gerüchten zufolge wurde er hier eingeliefert, nachdem er jemanden bei einem religiösen Streit erstach. Seien Sie vorsichtig. Crosby. Das R ist wichtig. Das Gerücht entspricht der Wahrheit, sagt jedenfalls der Chefleger. Ich bin aber der Meinung, dass er ansonsten ein guter Mensch ist, sehr umgänglich. Okay, Zimmer 312. Abgesehen von dem Erstechen ist es ein integrer Typ. Ja, dufte. Das ist, wenn wir die eine Sache nicht hätten, wenn das Erstechen nicht wäre. Ist hier noch eine Tür? Nee, ne? Nee. Oh, da liegt noch was. Ampulle. Schmutzige Spritzen. Oh. Gut, das war's. So, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt müssen wir hier nach rechts wieder einmal komplett rum. Genau, da bei das ganze Dayroom. Rundell und gehen gibt's noch ein, zur Doctor's Türen? Lounge. Ja, genau, ja. Die Doctor's Lounge beim Dayroom und ansonsten kannst du wieder in den Aufzug wahrscheinlich. Hier legen wir nochmal so ein Stück Fleisch jetzt ab. Greift mich an. Es ist geil, ne? Hat er trotzdem einen mitgegeben. Nö. Wetten, bevor ich die jetzt tot habe, ist der Hund auch wieder da. 100 pro. Stunlock. So wie ich es mag. Hier ist durch. Okay, das war der Raum, den ich checken wollte. Jetzt gucken wir mal unten noch die Küche. Da ist noch eine Tür. Ist dann zu meiner Linken. Da rechts die Tür. Da gucke ich gleich. Genau, die haben wir jetzt. Jetzt gehen wir hier nach Stück. Ja, die eine Tür fehlt noch. Da unten, also, genau, ganz vorbeigelaufen. Ganz, ganz unten am Ende ist noch eine. Ach, da ist ja auch noch, stimmt, das ist so hell hier. Ja, ist richtig. Ja. Oh, sie ist aber abgeschlossen. Das heißt, du kannst vielleicht rein jetzt durch diese kleine. Hier? Ja. Kann die Kamera wieder nicht drehen. Lauf ein bisschen weiter, dann geht's, wenn du mehr Abstand hast. Da liegt doch was. Werf nur ein Buch. Was ist das denn schon wieder? Die Welt ist voller unnötiger Menschen. Es ist Gottes Entscheidung, dass ich kämpfe. Als ein Ehrenritter, als ein Beschützer des Siegels opfere ich mich dem Blut. Opfere ich mich dem Blut? Der Kriminellen. Was? Wer hat das geschrieben? So ein Ausgeflippter. Ich sehe das nicht wie in den Fragen. Du meinst also, du bist einer von denen, die gebraucht werden. Liest sie das jetzt vor oder sagt sie das? Aber ich glaube, ich habe Beschützer des Siegels schon mal gehört. Hä? Ah ja. Aber die kann nicht zu mir, oder? Ja, kannst du da. Nee, das, du kannst da gar nicht hin, ne? Zu mir alles, ne? Weird. Ja, ist alles abgesperrt. Ist alles zu, auch, du kannst vielleicht irgendwie von ich glaube, ich kann der hier anderen gar Seite mehr machen in dem Stockwerk. Jetzt musst du zum Aufzug wieder. Ich kann mir vorstellen, dass du wieder drumherum kommst und dann durch die andere Tür, die abgeschlossen ist, durchgehen kannst. Aber ganz kurz, bevor du jetzt... Ja. Genau. Du hast ja alles. Genau, ich wollte zum Elevator. Aufzug. Ich dachte, das wäre der. Mich kurz vertan. Okay, das war jetzt erster Stock. Jetzt haben wir noch B1 bis 3, oder? Mhm. Aha, okay. Geht nicht. B2. Was sind du? Geht auch nicht. B3. Und davon dann vielleicht die Treppe suchen, oder? Ja, B3, ey. Gibt's hier überhaupt eine Karte? Bin ich denn jetzt? Ja, wir haben nur so, BF, B3 nicht. Gibt's gar nicht in der echten Welt. Deshalb haben wir auch keine Karte davon, wirklich.
Das heißt, ah, hier sind Nummern drauf. Immobilien werden in Silent Hill noch größer. Mhm. Du gewinnst ganze Stockwerke dazu. Ja. Drei. Da wittere ich aber jedenfalls ein Geschäft. Du musst, wenn zwei Stockwerke sich ganz doll lieb haben. Na, du kannst da wohnen, aber du musst halt nach Silent Hill, du musst halt so in diese Zwischenwelt. Pass auf, da gehen sie in diese Zwischenwelt, dann wird alles eklig und da dann der dritte Raum rechts, der ist ihrer. Passen sie auf die Krankenschwestern auf? Ja, aber denken sie, geheizt wird mit Höllenenergie, ne? Ja, aber was wir nicht wissen, ist russische Höllenenergie. Ja, aber immerhin. So, hier die Zahlen. Hier sind nur Zahlen, ja, Fabian. Zahlen sind sie sehen, aber die Frage ist, was machen wir jetzt damit? Da ist ein Schloss, ne, drin? Ja. 4, 3, 2, 1. Was wollen wir hier rein? 4, 3, 2, 1. Könnte das eine Uhr sein und ein Ding, sie bummelt jetzt. Ach so. Oh, okay, 4, 3, 2, 1. Ja, probier's mal, aber das wird nicht stimmen. Aber. Ah, nein, können wir mal sehen, da steht 4, 3, 2, 1, aber wie die Betten vielleicht belegt sind. Ja, bei manchen stand ja, war jemand drauf, bei anderen wieder nicht. Ja. Ja, das war klar, dass das nicht ist. Was haben wir denn noch? 34, 21 hatten wir noch? 31, 24 war es. Ja. Das ist es natürlich auch nicht, aber ich guck mal trotzdem. Ja, um auf Nummer sicher zu gehen. Nee. Gut. Okay, gucken wir uns mal die Leichen an. Okay, was bedeutet das hier reinge... Ja, mach mal, wenn vielleicht, geh mal nach der Uhrzeit. Na, dann ist es nämlich 3, also wenn eine Uhr im Uhrzeigersinn sich dreht, dann wären wir zuerst bei der 3, 1, 2, 4. Und ich interpretiere jetzt einfach nur, wir gucken mal auf die Betten, vielleicht ist es ja auch irgendwas, was uns Hinweise gibt. Ja, das kann alles sein. Ich kann, glaube ich, mit den Betten aber gar nichts machen. Also wir gucken mal, wo die Leichen sind. Auf der 1. Ach so, ja. Auf der, hier ist keine, doch 7, 1, 7, das andere war eine 5, glaube ich. Da, genau, 1, 7, 5 und... Ah, 758. Okay, es sind nur 4 belegt. Es sind nur 4 Betten belegt. Mhm. No? Das müssen dann also die Zahlen sein, die wir benutzen. Wir brauchen dann nur die Reihenfolge. Ja, wollte ich gerade sagen, die Betten. Naja, das siehst du ja. Das spiegelt den Stand dieser Wagen wieder ein. Genau, die Positionierung. Okay, und wir sehen, dass es ja auch ein Kreuzmuster. 1 und 2. Alles klar. Also 7, 3. Ja. 5. Wo ist der letzte gewesen? Da, geradeaus. Ja, ne? Kamera, ja. 1. 7, 3, 5, 1? Nee, stimmt doch gar nicht, oder? Das waren doch gar nicht die Zahlen, die da drauf standen, also, oder? Ich glaube auch nicht. Mal sehen, ob das die, ja, ich muss, glaube ich, die Karte, vielleicht fotografieren wir die Karte einfach nochmal, ne? Nee, aber das waren doch gar nicht die Zahlen, die auf den Betten standen, 7, 3, 5 und 1, genau, oder? Genau, deswegen, wir müssen nochmal gucken, was... Ich guck's mir jetzt hier nochmal an, das merken wir uns nochmal kurz. Foto, Foto. Ach, das können wir uns so merken. 1, 2, 3, 4. Das sagen wir jetzt. 3, 4. Ja, so, das heißt, es ist 8. Ja, aber warte mal. 7. Nach welcher Regel? Okay. Naja, du siehst ja, dass 2 von diesen geritzten Dingern hier nebeneinander sind. Genau, und du siehst dann Karo-Muster. Das heißt, dadurch weißt du, dass da liegen die beiden 2 in 1, meinst du? 1 und 2, das sind die Ziffern. Ja. Nee, nicht die Betten, sondern die, wo die Leichen drin liegen. Das erste unten ist die erste Zahl und das daneben ist die zweite. Oh, ich würde fast auch die Betten sagen, ne? Du hast hier ein Feld von 12. So, natürlich, klar. Jetzt ja, ich glaube, es ist hier 8. 7. Ja. Das 8, 7, 1, 5. Ich glaube, die 1 ist ja die vierte Zahl, ja. 8, 7, 5, 1. Und die ist die Lösung. Also 8, 7, 5, 1, meinst du? Ja. Okay. Wenn hier, steht hier die 5 drauf? Ja, das ist die 5. Okay, machen wir. Ja. Das ist, glaube ich, richtig. Ja. Yep, yep. Es ist offen. Es ist offen, was ist drin? Ist es Leonard? Mhm. Es ist nur ein Schlüssel. Ein eingeäscherter Schlüssel. Okay, dann gucken wir uns den einmal kurz an. So, Resident Evil würden jetzt die Leichen alle aufstehen, ne? Ja. Mhm, das wäre genau der richtige Moment. Gönn dir doch mal ein bisschen Energie aus. So. Noch verwendbar, okay. Sie ist verschlossen im ersten Stock, wenn du dich erinnerst, Fabian, wo dieser Dayroom war. Ja. Das könnte vielleicht der Schlüssel sein. Okay, hier brauche ich jetzt gar nicht gucken, wir haben ja keine Karte. Hier ist auch sonst gar nichts. Im Dayroom? Ich meine, es war der Dayroom. War es im ersten Stock? Im ersten Stock, genau. Unten, wo die
weißt, was ich meine, ne? Wenn du ganz nach unten gehst auf der Karte, direkt südlich. Check mal auf der Karte, weil da ist es ja eingezeichnet. Ja. Wollt du dich jetzt nochmal mit den Hunden rumdrehst? Oh, nö. Du siehst da unten? Ja, 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 da ist es. Okay, ich lege einmal kurz einen rechts. Na, kommt. Hier, ne? Ja. Geil. Sofort richtig. Es läuft, Leute. Es läuft. Jetzt ist die andere Krankenschwester, an der wir vorbei sind. Da ist sie jetzt, ja. Die schießt bestimmt direkt wieder auf mich. Da greif sie dir. Ich muss sie sofort angreifen, bevor sie überhaupt schlagen kann. Ja, Mann, du hast sie. Ja, Stunlock. Super gut. Knapp, aber gut. Einfach weitermachen. Kick. Let's kick it. Genau, da war das Buch. Jetzt kommen wir zu den Patientenräumen, ne? 312 war die Patientennummer. Ich glaube, diese 3124, vielleicht spielt die auch gar keine Rolle. Oh Gott. Weiß nicht, ob ich jetzt... Da sind nochmal die Zahlen, da wird nochmal dran erinnert. Da stand links Happy 31st. Oh Gott, okay. Was, wo fange ich jetzt an mit den C1 und so, ne? Ja, immer schön jede Tür. Zum ersten Geburtstag. Okay. Der erste Geburtstag war 31. Aber du musst... Fabian, du machst dich wahnsinnig, weil du immer an den Türen vorbeigehst. Ja, ich mach ein bisschen unorthodox. Ich will die Gegner verwirren. Aber vorhin waren das auch Türen, siehst du? Oh, und sie sagt trotzdem, dass es zu ist, okay. Super weird. Ah, nice. Schon ist alles leichter. Oh, ein schönes Candlelight-Dinner hier. Kommt wieder eine Zwischensequenz. Kommt eine? Weiß ich nicht. Nee, doch nicht. Okay. Oh, ein rituelles Messer. Ah, eine Bahre. Das Messer gerne mitnehmen. Ja, auf jeden Fall das Messerchen, oder? Geht aber nicht. Nee, schauen wir nicht. Mag sie nicht. Na gut, dann eben... Irgendwas glotzt sie doch noch an. Buch? Verlorene Erinnerung. Ein Charakteristikum nur in seltenen Dokumenten erwähnt und heutzutage immer seltener ausgeführt ist das rituelle Opfer. Bringe Gebete dar und durchbohre die Brust eines Mannes mit einem Kupferpfahl. Tränke den Altar mit dem Blut, das rot aus dem Herzen spritzt, um Gott zu preisen und Treue zu bekunden. In einem anderen Opferritus wird im gleichen Buch beschrieben, wird das Opfer bei lebendigem Leib verbrannt. Dies war eine würdevollere Zeremonie, an der Gefangene und Sünder nicht teilnehmen durften. Oh, darf's nicht verbrannt werden. Oh. Nur Mitglieder des Klerus konnten geopfert werden. Bei den Religionen in dieser Region findet sich kein mit der Verbrennung auf dem Scheiterhaufen vergleichbarer Ritus. Obgleich diese Religion die Erlösung preist, erweckt sie eine dunkle und kulthafte Geschichte. Alright. Alrighty. Aber das kann ja nicht alles hier jetzt sein. Das ist ja alles, der Weg ist das Ziel. Ja. Außer im Speicherraum. Ja, stimmt, Speicherraum. Aber das Messer macht mich wahnsinnig. Das willst du automatisch mitnehmen. Klar, auch diesen Blutbeutel da hinten. Ja, ne? Was soll der? Na gut, alles für den Ritus. Alles für den Dackel, so, alles für den Ritus. Da müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas machen. Ja, ja. Vielleicht kann ich da den Beutel benutzen. Oh, den Plastikbeutel? Warum auch immer. Ja, teste mal. Wir haben ja sonst gar nichts, oder? Ja. Das war der Beutel gerade. Ja, ich wollte nur gucken, ob wir noch irgendwas haben. Okay, da müssen wir noch irgendwas opfern. Wir holen irgendwie das Herz von einem, packen es in den Beutel und dann. Ja, sowas in der Art. Aus irgendeinem Grund glaube ich, dass du mit dieser Tüte jemanden ersticken musst. Oh. Weißt du, dieses Leid zufügen oder so. Ach so. Aber ich habe so eine Erinnerung. Kann das sein? Na, wir werden sehen. Oh, vielleicht hätten wir das mit der Kreatur in dem Käfig machen müssen. Aber wir werden dann. Ja, wir haben noch mehr als genug Türen, die wir hier angucken können. Genau, ich denke auch, wir müssen vor allen Dingen diese Käfigwand erstmal wegkriegen, bevor wir irgendwas machen können. Also, wir hatten keine Möglichkeit, mit der Tüte irgendwas zu tun, weil der hatte die Wand, da oben drüber der Kopf. Oh, da kommt irgendwas sehr nervig zu. Da sind vielleicht zwei. Meinst du, das reicht nochmal Fleisch? Reicht ein Fleisch für beide, oder? Ja. Weiß man nicht genau, ne? Also der Gang ist halt leider auch so schmal. Ja, siehst du? Für beide. Gut. So, hier waren die Tür war kaputt. Ja, hinter dir sind noch die C1. C1 und der Untersuchungsraum 2. Oh. Ja, genau.
Mann, ich will auch mal coole Gegner haben. Okay, der erste Geburtstag, eine 31. Ja. Wenn das. Hier ist auch was. Alter, ist eine Schwester. Oh no, ach so. Das ist zu weit weg. Ich werde beschossen, oder? Kann das sein? Ja, nee, ich glaube, das war ihr. Ach so, Schrecken hier. Noch. Ach, Gesundheitsdrink, noch ein, geil. Oh shit, oh Mann, sonst ist hier wirklich gar nichts. Oh, okay, eine Geburtstagskarte wieder mal. Zum 38. Geburtstag. Okay, jetzt ist der erste, der 38. Moment, 14 plus 7 plus 17 ist 38? Wieso, was soll das denn ergeben? Ja, das stimmt schon, das stimmt aber, schon, ja. Nein, aber wie kommen Sie denn jetzt da drauf? Zahlen? Also 1. 17 ist klar, aber... Die Hälfte plus 10. Ist das eine Gleichung, die man irgendwie anwenden muss? Ah, jetzt nimmt sie es nicht mal mit, oder was? Soll ich es fotografieren wieder? Na, sie sagt es leider nicht nochmal. Ah, ja. Na, ist es vielleicht... Ja, dann kann es auch nicht so relevant sein. Genau. Einfach merken, 38. Geburtstag. Okay, da liegt noch was, glaube ich. Wo? Oder? Irre ich mich? Hinter der Krankenschwester? Nee, das ist nur eine Bahre, ne? Dem Bahnsteig? Bahnsteig? Ja, was? Das ist wahrscheinlich ein falscher Text. Ich glaube, ja. Da haben sie Rail irgendwie falsch übersetzt. Ja, genau. Zu dünn, um ein Mensch zu sein. Menschen was ist denn der zweite Satz? Ich habe nur schmale Knochen. Ich kann es... Nicht die Steuerkreuz drücken, ne? Ja. Ah, okay. Ach, was da liegt, ist zu dünn, um ein Mensch zu sein. Ja, ich glaube, hier liegt sonst nichts mehr. Würdest du uns einen Hinweis geben auf das Ritual? Nee, ne? Restroom wären wir noch. Oh, okay. Und du kannst vielleicht, du siehst die andere Tür da, ne? Welche? In den Norden, meinst du? In den Norden, genau, ja. Zum Examining. Ja, da gehen wir mal kurz hin. Also auf jeden Fall. Werd wieder zwischendurch zweimal von Hunden umgeworfen werden. Ey, das war nice. Das war einfach unvermeidbar. Oh, ich komme da gar nicht Seite durch. Noch? In den Restroom? Ja. Mal gucken, ja. So. Okay. Erstmal raus. Ja, okay, so, aber das. Ich hab was mal nachdenken. Ich weiß jetzt auch nicht, das war da jetzt nicht schon alles. Die Plastiktüte. Plastiktüte, wir haben ein paar Zahlen und wir haben noch unten diesen Raum, den C4 mit dem Ritual. Ja, kannst du die Plastiktüte im Menü mit irgendwas kombinieren, was wir schon haben? Weil mir wird jetzt auch nicht einfallen, was. Ich glaube, wir haben gar keinen anderen brauchbaren Gegenstand. Nee, genau. Nee. Haben wir das jemals mal gelesen? Könnte sein. Wir müssen nicht wissen, mehr als alle anderen habe ich Angst davor, dass du weit fort von mir gehst. Aber manchmal müssen wir die Wahrheit sagen. Aus diesem Grund schreibe ich das, bevor mich tot und vergessen einholen. Ich könnte mir. Was damals passiert ist, hat etwas damit zu tun, wer du bist. Alles begann vor 24 Jahren. Auf der Rückfahrt aus dem Urlaub fanden meine Frau und ich ein Baby am Straßenrand. Da wir kinderlos waren, dankten wir Gott, dass er uns dieses Kind, dieses Mädchen finden ließ. Wir nahmen es mit nach Hause. 3 Jahre später starb meine Frau und 4 Jahre danach, also vor 17 Jahren, kam ich nach St. Hill. Das Mädchen bat darum und ich nahm sie mit, ohne zu wissen, warum sie dorthin gehen wollte. Und dort ging das Mädchen fort. Nicht, dass sie wirklich irgendwohin ging. Sie starb auch nicht. Zurückgekehrt zu ihrem ursprünglichen Ich. So nannte es Dahlia Gillespie. Ursprüngliches Ich. Das war die junge Frau, die von ihrer Mutter als Opfer für Gott verbrannt wurde. Alyssa Gillespie. Die Hälfte ihrer Seele entkam in diesen Flammen und lebte weiter in einem Baby. In meinem Mädchen. Unsere Mädchen, dir. 7 Jahre vergingen, bevor dieses halbe Mädchen nach St. Hill zurückkehrt und Alessa wieder ganz machte. Mit dieser neuen Stärke schwor sie, Gott zu töten. Gott, als Fötus in den Schoß des Opfermädchens eingebettet, wurde mit den üblichen Riten aufgerufen. Das war Alessas Wunsch, egal was auch geschehe, selbst wenn ihr eigenes Leben in Gefahr sei. Aber dieser Wunsch wurde nicht gewährt. Meine Unterbrechung bedeutet, dass sie stattdessen für die Rückkehr des Mädchens betete. Ich alleine konnte sie nicht zurückbringen. Dahlia tat es.
Ich half nur bei der Geburtszeremonie, um Gott aus Alessa herauszubringen. Dann haben wir nochmal die Vorgänge zusammen. Das ist Teil 1. Der neugeborene Gott schrie einmal und war tot. Nur durch den Widerstand dieses Mädchens und wahrscheinlich Alessas. Aber das ist noch nicht alles. Nachdem Gott in einem aufglühenden Licht verschwunden war, erschien Alessa erneut und gab mir ein Baby. Es ähnelte sehr diesem Mädchen vor vielen Jahren. Und dann war Alessa fort. Tot. Ich hätte nichts tun können, um zu helfen. Ich drückte einfach das Baby an meine Brust und rannte davon. Deswegen diese vielen Geburtstage, ne? Weil das verschiedene Baby-Varianten, halbe und dann wieder neu. Und es kam mir alles wie ein Traum vor, aber ich hatte den Gegenbeweis. Das Mädchen war nirgends zu finden und in meinen Armen das Baby ein Mädchen. Jetzt sind 17 Jahre vergangen. Einerseits kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen und andererseits, als wäre es 1 Million Jahre her. Ich gebe zu, dass ich zuerst Bedenken hatte, die Kleine aufzuziehen. Könnte ich sie lieben? Ihre Existenz war ziemlich unerklärlich. Ich dachte, sie könnte die junge Frau sein, die mir meine geliebte Tochter gestohlen hat. Daraus wurde Trauer, Zorn. Es gab Momente, da legte ich meine Hände um ihren winzig kleinen Hals. Was möchtest du aufschreiben? Ich denke auch, für wen schreibt er das auf? Mhm. Ein paar Mal dachte ich sogar daran, sie auszusetzen. So ein furchtbarer Mensch bin ich. Aber schließlich beschloss ich, sie aufzuziehen. Ich konnte sie wohl einfach nicht gehen lassen. Wenn du mich ansiehst, dieses Lachen, also selbst jetzt kann ich dieses Mädchen nicht vergessen. Aber ich liebe sie, da gibt es keinen Zweifel. Ich bitte dich nur, mir das zu glauben. Meine heißgeliebten Tochter Harry Mason. Gut, ja, so kleine Leute gelesen haben. Die Teil 1 haben wir wohl mitgenommen, nachdem wir seine Leiche entdeckt haben, bisher noch nicht gelesen. Aber ihr habt recht, diese verschiedenen Geburtstage, ich schätze mal, die originale Alessa wäre 31 gewesen. Oder 38? Oder? Aber eine von diesen Geschichten. Ja, die Cheryl, die unsere Tochter war quasi im ersten Teil, die weggelaufen ist, ist ja diese 7 Jahre Hälfte, älter. Das ist dieses Mädchen, von dem da gesprochen wurde. Die war ja schon jung. 7. Ne? Und die hat sich dann wieder verbunden mit Alessa und dann ist ein neues Baby entstanden. Und das ist dann jetzt sie. Das ist Heather. Das war vor 17 Jahren, okay. Ganz kurz, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Was machen wir denn jetzt noch Sinnvolles? So, geh doch mal die Karte hoch. Haben wir irgendwo noch einen Kreis markiert? Hier? Ist da noch was? Okay, da wären ein paar Räume, die wir nicht angeguckt haben. Du siehst, Das sind noch 3, 4 Wo seid ihr hier? Ach so, dritten Floor. Soll ich da nochmal hin? Ja, das wäre das, was mir jetzt einfällt. Abhaken muss sein. Okay. Und selbst wenn da nichts ist, haben wir es wenigstens was Sinnvolles gemacht. Okay, Elevator jetzt links hoch. Ja. Hier. Ich habe da im dritten Stock nicht so viele Türen ausgelassen, oder? Ich hatte schon ganz schön mehr. Das sind wahrscheinlich Hunde gewesen und wir hatten Panik. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja. Das royale Wir. Nein, wir hatten gar nicht, der Herr. Ich hätte genauso Pein gehabt, ich hätte auch keinen Bock gehabt, die alle anzuklicken. Plus die Wände sind alle Fleisch. Wo sollst du da eine Tür? Albtraum für Veganer. Was ist das hier? Ist das ein Hund? Ich denke ja. Ja, oder? Also, boah, hier ist da ein bisschen Krankenschwester. Da habe ich ja richtig schlampig gespielt. Okay, jetzt mal da rechts den Gang runter. Mhm. Und die Treppe könnte auch noch relevant sein. Vielleicht kommt man da auch noch mal irgendwo anders hin. Hier waren wir aber schon. Ja. Das ist der Rundweg. Okay. Das ist aber trotzdem noch eine Tür hier. Okay, das ist ja richtig, dass ich jetzt hier durchgehe. Nee, du hast hier eine Tür doch rechts vergessen. Aber er könnte auch. Ja, stimmt. Eine Tür wäre dann. Ich möchte ja nochmal kurz hin. Ich werde safe von dem Hund gebissen. 95%, dass das nichts ist. Ja, aber man will's doch wissen. Nein, lass mich durch. Weil gerade dich als Komplizen. Dass sie immer umfällt. Irritieren, wenn da noch was. Ja, aber es ist bei Silent Hill, du hast oft nicht so ein Payoff. Alles zu untersuchen und so. Die Chance geht immer zur verschlossenen Tür. Aber stell dir vor, Fabian, die Frage, wer offen noch da was ist oder nicht. Das wird einen doch viel mehr quälen. Naja, wenn es nicht notwendig ist, um es durchzuspielen. Okay, jetzt machen wir erstmal Examining Room 4. Der ist schon mal offen. Hat nicht sogar der eine Dude. Oh, Plastiktüte. Ah, Plastiktüte rein. Befüllen. Das brauchen wir fürs Ritual. Das ist sehr, sehr gut. Ach, totaler Aderlass. Totaler Andreas gelesen. Wollt ihr den totalen Andreas? Ey, probier mal die Tüte. Use the Tüte. Gut. Ja, okay. Meint ihr, das ist schon alles, was wir für das Ritual brauchen? Wahrscheinlich nicht. Nee, du findest bestimmt noch irgendwo ein Herz, brauchen wir auf jeden Fall, ne? Wobei, na gut, das ist ein Teil, den wir gelesen haben mit dem Blut. Na, das Blut eines Mannes, der nicht verbrannt wurde. Ja.
So, hier S3. Hier. Geht auch auf. Offen. Alles, was wir nicht gemacht haben. Mann, Mann, Mann. Speicherraum. Das ist eigentlich ganz gut. Da sollte eine Hand? Eine Hand. Geil, das ist gut. Ist da ein Ring oder so? Ja, da ist irgendwas Wichtiges. Kannst du die die Hand vor dem Fenster? Nee, ich kann damit gar nichts machen. Hast du irgendwie ein Messer, irgendwas, ein Item? Mm-mm. Das ist doch nicht umsonst da, oder? Ich könnte das hier nochmal. Nee. Na okay, da haben wir. Vielleicht ist es einfach nur ein Gag. Ja, ich denke auch. Soll ich jetzt hier schon speichern? Ja. Dann machen wir Schluss für heute. Ach, du kannst nochmal speichern. Wir gucken ja noch die ein, zwei Räume an und speichern dann nochmal. Alles klar. Kostet ja nichts. Ich mag, wie du denkst. Kostet ja nichts. Ich habe auch das Gefühl, dass wir mit diesem Gebäude bald durch sind und dann ist wahrscheinlich nochmal ein Bosskampf und dann sind wir wieder in Silent Hill. Dann vielleicht das finale Gebäude oder was auch immer das dann ist. Ich weiß es auch nicht mehr. Aber ich würde gerne noch ein bisschen durch die Stadt mal laufen. Ja. Das ist ein bisschen kurz gekommen. Okay, oh Mann, ja, da war ausgelassen eine Tür. Man weiß hier nicht genau, wo die Türen sind. Ein bisschen weiter nach unten. Doch, hab's. Jetzt hast du getroffen. Okay. Okay, dann übernächste. Ist das schon die übernächste gewesen? Ja, ich glaube schon. Ah. Wurde da reingebracht, also reinschieben können wir auch nicht. Okay, alles durch, ist blockiert. Aufzug hinten ist noch ein Elevator. Aber. Das ist der Boden kaputt. Komm da gar nicht. Ist das der Elevator? Ja. Genau. Rechts ist die Treppe. Ja. Haben wir denn da alles schon mit der Treppe und so? Hab's Gefühl. Na gut, können wir jetzt. Das könnte jetzt. Es könnte echt gut sein. Ah, da ist immer noch der Storeroom. Scheiße, oben rechts. Ah, ja. Komm, das mache ich noch schnell. Mach das noch schnell. Die Zeit haben wir noch. Bevor die Leute 3 Monate warten müssen auf die nächste Folge. Ah, falsche Tür. Na, oh ja, du könntest in der Theorie auf die Geschichte dahinter. Ich nicht. Okay. Oh, und da siehst du auch eine neben der Treppe, aber die ist wahrscheinlich zu, das Treppenhaus. Das guck ich mal eben. Hier ist so, neben mir steht schon ein Monster. Jetzt gucken wir noch schnell den Storeroom nach. Cheat! Da! Und? Oh, es geht. Oh, der ist offen! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die letzte Tür ist offen. Oh, spannend. Kommt da gleich ein Monster durch? Ja, ne? Das sieht auch geil aus, oder? Dass hier im Spiegel der sich alles verändert. Ja, und nur im Spiegel, ne? Aber das ist so, das erwarte ich irgendwie. Das kommt viel zu spät im Spiel. Einfach auch wieder nur ein Effektraum, ist gar nichts. Ey, das kann nicht sein, da muss was sein. Geht zum Spiegel. Im Spiegel irgendwas zu sehen? Das gibt uns bestimmt einen Hinweis. Oh, guck mal, jetzt füllt sich die Badewanne mit Blut, ne? Oh, jetzt ist es in unsere Welt so übergegangen. Oh, schau sie mal an. Ah, Heather! Vielleicht muss ich einfach warten. Okay. Vielleicht sterbe ich aber auch. Ja, wir haben ja gesaved. Es wird, glaube ich, relativ lange dauern, bis der ganze Raum jetzt voller Blut ist. Ne? Das nehmen wir nochmal mit. Das heißt, es dauert eine Stunde, aber wir nehmen es mit. Aber scheinbar wirklich irgendwas passiert hier mit unserem Spiegel. Guck mal, sie wird auch Blut überströmt, ja? Passiert was, wenn du dich bewegst, Fabian? Oder? Yes. Oh, guck mal, jetzt, das bewegt sich unabhängig von dir. Hast du gesehen? Beweg dich mal. Oh, ist ja witzig. Oh, wie geil! Oh. Nice, ey, sowas ist gut. Red mal mit ihr. Ja, kannst du mit ihr reden? Kannst du da durchschlagen? Durch das? Hab ich schon probiert eben. Das ist natürlich cool, aber es ist, glaube ich, wirklich nur ein Gag. Oh boy. Ich glaube, jetzt tut sich nichts mehr, oder? Okay, guck mal, ob du rauskommst. Es rumbelt jetzt mein Controller. Ja, aber vielleicht muss das passieren, damit man so eine Art Kopie von sich anfertigt. Ah. Und vielleicht später nochmal. Oh, ich sterbe. Oh. Was? Nee, aber warte mal. Doch. Ist das so wirklich Game Over? Wirklich? Na, jetzt wissen wir das für nächstes Mal. Jetzt müssen wir uns noch merken, was habe ich noch gemacht nach dem Speichern? Die 2 Handvoll Türen, die da unten waren. S4 und sonst was. Nee, also, das habe ich, glaube ich, vorher. Das ist vorher. Ansonsten, das fällt uns nochmal ein beim nächsten Mal. Ja, wir müssen alles so ein schönes Ende. Hey, cool. Das ist ein guter Gag gewesen am Ende jetzt. Ja. Jetzt haben wir wie viele Folgen gemacht? 8? Ja. Wir sind immer noch nicht durch. Vielleicht schaffen wir es beim nächsten Mal oder in der nächsten Session zumindest, wo wir hier weiterspielen. Das ist spannend gerade, finde ich. Ja, jetzt so langsam geht wieder rein. Fahrt auf. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Silent Hill 3 mit uns. Schaltet wieder ein.